Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, welche deutschen Vereine aus der ersten, zweiten und dritten Liga hatten die meisten Stadionbesucher? 23, 24, die Top 20. Dann geht's auch gleich los. Auf Platz 20 haben wir ja den FC Augsburg. In die WWK-Arena von Augsburg kamen im Schnitt 29.301 Zuschauer. Insgesamt in der Bundesliga-Saison hatte man 498.109 Zuschauer. Eine Auslastung vom Stadion 95,56%. Auf Platz 20 der FC Augsburg. Dann kommen wir jetzt zu Platz 19, zweite Liga. Oh, der FC St. Pauli. Ja, in das Millantor-Stadion passten insgesamt 29.546 Zuschauer. St. Pauli hatte einen Schnitt von 29.424 Zuschauer. Insgesamt in die zweite Liga kamen 500.205 Zuschauer. Das Millantor-Stadion hatte eine Auslastung von 99,59%. Auf Platz 19 FC St. Pauli. So, dann geht's weiter auf Platz 18 Bayer Leverkusen. Ja, der deutsche Meister mit der Bayer Arena passen insgesamt 30.210 Zuschauer hinein. Insgesamt hatte man einen Schnitt von 29.984 Zuschauer in Leverkusen. Insgesamt konnte Leverkusen 509.732 Zuschauer begrüßen. Eine Auslastung von 99,25% für die Bayer Arena auf Platz 18. Bayer Leverkusen, so gleich weiter auf Platz 17, da haben wir Mainz 05. In die MEWA Arena passen insgesamt 33.305 Zuschauer hinein. Man hatte in Mainz einen Schnitt von 30.749 Zuschauer. Man konnte insgesamt begrüßen 522.730 Zuschauer. Eine Stadionauslastung von 92,32%. Auf Platz 17 Mainz 05. Dann kommen wir auch gleich zu Platz 16. Wen haben wir da? Oh, ein Verein. Ja, dritte Liga. Dynamo Dresden. In das Rudolf-Habich-Stadion passen insgesamt 32.123 Zuschauer. Dresden hatte in, muss man sagen, 19 Heimspielen 28.751 Zuschauerschnitt. Insgesamt konnte Dresden 546.278 Stadionbesucher begrüßen. Eine Auslastung von 89,50% vom Rudolf-Habich-Stadion. Weiter geht's. Auf Platz 15 haben wir den SC Freiburg. Ja, in das Europaparkstadion passen insgesamt 34.700 Zuschauer. Freiburg hatte einen Schnitt von 34.196 Zuschauer. Insgesamt kamen zu allen 17 Heimpartien 581.334 Zuschauer. Eine Auslastung von 98,55%. Auf Platz 15 der SC Freiburg. So, wen haben wir denn auf Platz 14? Da haben wir den 1. FC Nürnberg. In das Max-Morlock-Stadion passen insgesamt 50.000 Zuschauer. Nürnberg hatte einen Schnitt von 34.416 Zuschauer. Man konnte insgesamt begrüßen 585.079 Zuschauer in der zweiten Liga. Eine Stadionauslastung von 68,83%. Platz 14, der 1. FC Nürnberg. So, liebe Fußballfreunde, wen haben wir denn auf Platz 13? Ein Zweitligaverein, Hannover 96. In das Heinz-von-Heiden-Arena passen insgesamt 49.000 Zuschauer. Hannover hatte einen Schnitt von 38.288 Zuschauer. Insgesamt konnte Hannover 650.900 Zuschauer in der zweiten Liga begrüßen. Das macht eine Stadionauslastung von 78,14%. Auf Platz 13 Hannover 96. So, auf Platz 12, wen haben wir da? Den SV Werder Bremen, wohnt im Westweserstadion. Dort passten insgesamt 42.100 Zuschauer hinein. Bremen hatte einen Zuschauerschnitt von 41.721 Zuschauer. Insgesamt konnte Werder Bremen 709.258 Zuschauer in der Bundesliga begrüßen. Eine Stadionauslastung von 99,09%. Auf Platz 12 Werder Bremen. So, liebe Fußballfreunde, auf Platz 11 der 1. FC Kaiserslautern. In das Fritz-Walter-Stadion passen insgesamt 49.000
350 Zuschauer. Man hatte einen Zuschauerschnitt von 43.941 in Lautern. Das macht insgesamt 746.989 Heimzuschauer bei den Heimspielen, eine Stadionauslastung von 89,03%. Weiter geht's zu den Top 10. Da haben wir auf Platz 10 RB Leipzig. In die Red Bull Arena passen insgesamt 47.069 Zuschauer. Leipzig hatte einen Zuschauerschnitt von 45.175 Zuschauer. Leipzig konnte insgesamt 767.976 Zuschauer zu den Heimspielen begrüßen. Das macht eine Auslastung von 95,89 auf Platz 10 RB Leipzig. Auf Platz 9 der Verein mit den meisten Zuschauern, der erste FC Köln. In das Rhein-Energie-Stadion von Köln passen insgesamt 50.000 Zuschauer. Köln hatte einen Zuschauerschnitt von 49.829 Zuschauer. Insgesamt kam zu den Kölner Heimspielen 847.100 Zuschauer. Eine Auslastung vom Stadion von 99,65%. Auf Platz 9 der erste FC Köln. So, wen haben wir denn auf Platz 8? Ein Verein aus der zweiten Liga, Hertha BSC. In das Olympiastadion Berlin passen insgesamt 74.667 Zuschauer. Berlin hatte einen Zuschauerschnitt von 50.090 Zuschauer. Insgesamt konnte Hertha 865.265 Zuschauer begrüßen. Eine Auslastung von 68,17%. Auf Platz 8 Hertha BSC. Dann geht's weiter mit Platz 7. Wen haben wir da? Borussia Mönchengladbach. Stadion im Borussenpark. Dort passen insgesamt 54.042 Zuschauer hinein. Insgesamt hatte Gladbach einen Zuschauerschnitt von 51.371 Zuschauer. Gladbach hatte insgesamt 873.306 Zuschauer in der ersten Bundesliga. Eine Auslastung vom Stadion von 94,75%. Auf Platz 7 Borussia Mönchengladbach. Dann kommen wir zu Platz 6. Wen haben wir da? Den VfB Stuttgart. In die MHP-Arena von Stuttgart passen insgesamt 60.449 Zuschauer. Der VfB hatte einen Schnitt von 54.813 Zuschauer. Stuttgart konnte insgesamt 877.000 Zuschauer zu den Heimspielen begrüßen in der ersten Liga. Eine Stadionauslastung von 90,10%. Auf Platz 6 VfB Stuttgart. So, die Top 5. Auf Platz 5 haben wir Eintracht Frankfurt. Deutsche Bank Park, dort passen 58.000 Zuschauer hinein. Frankfurt hatte einen Schnitt von 56.925 Zuschauer. Insgesamt konnte Eintracht Frankfurt damit 910.800 Zuschauer begrüßen. Eine Stadionauslastung von 98,15%. Auf Platz 5 Eintracht Frankfurt. So, liebe Fußballfreunde, wen haben wir denn auf Platz 4? Ein Zweitligaverein, der HSV, richtig. In das Volksparkstadion passen insgesamt 57.000 Zuschauer hinein. Der HSV hatte einen Schnitt von 55.960 Zuschauer. Insgesamt kam zu den Heimspielen 951.312 Zuschauer. Man hatte eine Stadionauslastung von 98,17%. Auf Platz 4 der HSV. So, liebe Fußballfreunde, die Top 3. Auf Platz 3 Schalke 04, richtig. In die Felddienstarena passten insgesamt 62.271 Zuschauer. Schalke hatte einen Schnitt von 61.538 Zuschauer. Man konnte insgesamt 1.046.149 Zuschauer zu den Heimspielen begrüßen. Man hatte insgesamt eine Stadionauslastung von 98,79%. Auf Platz 3 FC Schalke 04. Auf Platz 2 der Verein mit den meisten Zuschauern, da haben wir den FC Bayern München. Ja, in die Allianz Arena passen insgesamt 75.024 Zuschauer. Bayern hatte einen Schnitt von 75.000 Zuschauer. Insgesamt konnte Bayern München 1.275.000 Zuschauer zu den Heimspielen begrüßen. Insgesamt macht das eine Stadionauslastung von 99,97%. Auf Platz 2
der FC Bayern München. So, liebe Fußballfreunde, auf Platz 1 haben wir natürlich den BVB. Signal Iduna Park, dort passen 81.365 Zuschauer hinein. Der BVB hatte einen Schnitt von 81.302 Zuschauer. Borussia Dortmund konnte insgesamt 1.300.825 Zuschauer zu den Heimspielen begrüßen. Eine Auslastung vom Stadion von 99,92%. Auf Platz 1 der Verein mit den meisten Zuschauern, der BVB. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren die Top 20 deutschen Vereine mit den meisten Zuschauern 23/24. Welcher Verein ist dein Lieblingsverein? Schreib es in die Kommentare. Ich danke dir für dein Like und für dein Abo für Werners Fußballecke. Besucht auch meinen zweiten Fußballkanal Fußball for Fans. Dann viel Spaß noch. Tschüss.